Herzlich willkommen bei Minecraft Season 5. Hier aus den Chroniken der Südesmeraldischen Vereinigung. Die Chroniker, wie der Südesmeralde Vienna T. Und wir bauen hier fleißig weiter, weil ich gerade sagen, wir bauen fleißig weiter ab. Sind gerade in einer Höhle, innerstädtisch, unter der Stadt. Wir spielen in der 1.9. Alle Informationen der Videobeschreibung. Der Videobeschreibung findet ihr übrigens auch den Link zum Texture Pack, den UZ Pack, was wir verwenden für die Version 1.8 sowie der Version 1.9. Und zwar ist das bei mir ein Dropbox-Link, den ich selber eingerichtet habe, weil mir der File-Upload-Link von Xeon irgendwie nicht so zusteht. Da ist mir was passiert letztens. Also gut, wenn ihr euch das nicht passiert ist, und ich glaube, vielen ist es auch nicht passiert. Ich wollte einfach nur schnell das Texture Pack installieren und habe gelesen, ein Download-Button stand, UZ Pack für die 1.9 Version 4 ist das des Texture Packs. Guten Tag. Oh, da ist er. In Dunkelheit. Ich bin nicht in Dunkelheit. Und ruckzuck hat es bei mir Seiten geöffnet. Ich habe da eine Datei bekommen. Da hat mein Virenprogramm auch mir schon eine Meldung gegeben. Ne? Hat gefährliches Programm entdeckt. Möchten Sie es entfernen? So habe ich natürlich auf Ja geklickt. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich da gedownloadet habe. Ich war mir da nämlich sehr, sehr stutzig. So, Fackel links, habe ich gesagt, ist Ausgang. Gehen wir doch auch mal zu den Ausgang. Da mit den Fackeln links, hier ist es das. Ja, genau hier. Es ist Nacht. Sagt mir das noch einer, es ist Nacht. Wie komme ich hier raus? Mit Schaufel. So. Was ist das hier? Privater Steg. Ach ja. Ist ja privat. So, hallo Zombie. Muss die Stadt beschützen. Hier steht doch irgendwo. Oh, noch eine Hexe. Und die Creeper. Nein! Nein! Ich will jetzt nichts essen. Bleib bloß weg von mir. So, jetzt kann ich erstmal was essen. Und schnell ins Bett. Jetzt kümmern wir uns um die Gesellen dort unten. Ist die Hexe despawned? Guten Tag. Knockback ist hier wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ach, da ist die Hexe. So, eins. 2, 3, Bäm. Erledigt. Was hat die getroppt? Eine Mohrrübe? Es war wahrscheinlich ein Zombie. Redstone-Fackel, möglicherweise. Was ist das? Grobe Erde, die haben hier abgebaut. Keine Ahnung, was die sonst noch droppen. Kohle, wahrscheinlich Seide, Pfeile, keine Ahnung. Die Pfeile sind höchstwahrscheinlich von Skelett, genauso wie die Knochen. Die Enderperle ist vom Enderman. Was droppen alles Hexen? Die droppen auf jeden Fall so Heiltränke. Normale, die man trinken muss. Also die kann man nicht werfen, die muss man trinken. Was droppen die noch? Leere Glasflaschen auf jeden Fall. Hier ist Eisen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, machen wir 2. So. 2. Und machen uns wieder auf den weiten Weg. So. Ich muss auch ein bisschen vorproduzieren. Ich bin nämlich, wenn ihr das jetzt seht, wenn ich das so einrichte, ist heute entweder Samstag oder Montag. Also ab Montag, das ist der 17.
10, nee, 17, das ist Sonntag. Ich habe einen Kalender neben mir. Ich bin so weit. Nee, bin ich nicht. Montag ist der 18. Ich bin ab den 17. kann man schon sagen. Ab Sonntag, den 17. bis zum 24. Na, den Sonntag drauf, nicht da. Da fahre ich in Urlaub nach Niedersachsen. Und dann habe ich noch 2 Wochen danach Urlaub. Das heißt, ich kann da ruhig mal, wie zum Beispiel am 25. Juli, einen Stream machen oder irgendwie sowas. Es ist gut möglich, dass das passieren könnte. So. Dann erstmal diese Quellen hier weg. Oh. Hätte ich mal einen Boden mitnehmen können, ne? Eieieiei. Erstmal hier die Lava. Ist ja ganz oben her, dass es nicht einfriert. So. Jetzt haben wir ein Lava Bucket und ein Water Bucket. Die Lava ebbt auch ab, super. Gut, dann können wir bald weitermachen. Hier können wir ja schon mal das machen, dass das hier ein bisschen abebbt. Ne, nicht noch mehr. Nicht noch mehr hier. So. Ebbt mal ein bisschen schneller ab. Da ist es schon. Da können wir es auch wieder abbauen. Und da plätschert es auch nicht mehr. So, wie ist der Streckenverlauf jetzt geplant? Wir gehen jetzt hier lang. Noch so eine schmale Brücke, die dann nochmal eins nach rechts versetzt ist. Oh, ich darf hier nicht runterfallen. Muss man wieder was essen. Dann gehen wir hier so schräg durch diese Höhle, die auch etwas dunkler gestaltet wird, und dann kommt man hier volle Sonne ab und fällt dann hier unten ins Wasser. Das ist mir schon mal misslungen. Und dieses Wasser, was hier ist, ne, das wird noch optimiert. Und dafür haben wir den Wassereimer. Boah, bin ich müde. Das ist ja unerträglich. Dafür haben wir den Wassereimer. Und ich habe Erde dabei. Baue ich mich hier ein bisschen nach draußen. Warte mal. Das machen wir mal wieder weg. Machen wir so. Und machen wir mal so. Setzen wir hier den Wasser immer drauf. Ich guck mal, was das hier für Auswirkungen hat. Nicht so groß, nehme ich an. Bindet eben auch da rein, ne? Genau. Perfekt. So sollte es sein. Wenn ich hier reingucke, da ist finster. Das soll natürlich dann nicht so sein. Aber hier wird nicht ausgeleuchtet. Das. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Sonnenlicht. Verbrenne. Verbrenne im Sonnenlicht. Was ist denn hier? Ach so. Das ist ja attraktive Kunst, so eine Insel zu bauen. Also, Mojang, ihr seid die Besten. Beziehungsweise ist es ja die zufallsgenerierte Welt. Mann, ich bin müde. Ich muss aufhören mit Aufnehmen.
10 Minuten ist eine gute Zeit, oder? Heute meine kürzere Folge. Ich hoffe, morgen bin ich nicht so müde. Und wir hören uns dann. Ciao, ciao. Jetzt sind wir auch ein bisschen produktiver. Hehehe. Tschüssi.